Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Graveyard Keeper. Letzten Part, was haben wir da nochmal gemacht? Ich hab's vergessen. Auch egal. So. Ja, das Eisen hier ist fertig geschmolzen. Genau, stimmt. Ich habe mich ja ziemlich vertan mit dem Tinten. Beziehungsweise mit dem Kirchenarbeitstisch. genau. Da. Das war der Hund, den ich begraben habe. So. Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir wieder eine Predigt abhalten können. Falsch, so rum. Okay, wir haben noch ziemlich viel Karottensamen. Nee. So, von den restlichen Samen haben wir nicht so viele. Heißt, wir werden hier jetzt nur Karotten anbauen. Beziehungsweise auch noch ein bisschen Weizen. So. Dann, was können wir dann noch machen? Eigentlich nichts. Beziehungsweise wir brauchen sowieso den Glauben. Heißt, wir müssen jetzt wieder warten. Ich könnte noch ganz schnell zum Leuchtturm gehen. Vielleicht ist der Astrologe noch dort, wenn ich Glück habe. Dann könnte ich nicht versuchen, mit dem noch ein bisschen Tinte zu kaufen. Da wir gesehen haben, dass wir sehr viel Tinte brauchen werden. Und ich auch noch nicht weiß, wo man schwarze Farbe herbekommt. Okay. Schauen wir doch. Kein Glück. So. Okay. Dann, was machen wir dann? Wir haben gerade 4 Silbermünzen. Wein können wir uns noch nicht kaufen. Wein können wir auch nicht herstellen. Da uns ja auch die Technologie dafür fehlt. Wir brauchen sowieso mal den besseren Dünger, damit wir auch besseres Saatgut bekommen. Nicht hier die Silbersterne und da die Goldsterne. So, hier können wir auch noch nichts machen. Was können wir noch machen? Ich weiß gerade nicht. Na, wir könnten unser Lager zum Beispiel da aufstocken. Ich glaube, das wäre noch eine Idee. Honig bekommen wir, glaube ich, auch noch nicht wieder von den Bäumen. So, ganz kurz hier. Mal
mal schauen. Ist in der Kirche jemand, der seine Sünden bereut. Scheinbar nicht. Ich glaube, das ist noch zu früh. So, was machen wir? Was machen wir? Wir bräuchten eigentlich mehr Bienen. Okay, hier ist wieder Honig zu holen. Ah, gleich bekommen wir wieder Schaden. Ah, und wir haben sogar eine Biene erhalten. Okay. Das ist gut. Die brauchen wir nämlich. Okay, da haben wir aber scheinbar auch nur eine bestimmte Chance, dass wir die bekommen. Genauso wie die Bienenwachs-Sachen. Ich glaube, mit Bienenwachs können wir dann auch die Kerzen erstellen. Ich frage mich noch immer, wo man eine Motte herbekommt. Oder besser gesagt, 6 Motten. Denn die bräuchten wir ja eigentlich. Okay, hier ist leider niemand. Heißt, wir machen einfach unser Gebet. Man sieht auch schon, es werden immer und immer mehr Leute. Jeweils die Qualität steigt. Tja, unsere Kirche ist klasse. Ah, wir kommen jetzt schon 3 Glauben direkt. Und wahrscheinlich gleich nochmal 3. Ja, oder nur 2. So, tolle Predigt. Wissen wir ja schon alles. Und sehr viel Geld. Ja, werden nicht mal alle Spenden angezeigt in der Zwischenzeit. Okay, beim letzten Mal hatten wir ein bisschen mehr Erfolg, was die Spenden anging. Unsere nächste Sache ist, den Schlüssel zu erforschen. Oder zu studieren, besser gesagt. Untersuchen. Der Gegenstand kann zerfallen in irgendwas. Und wir haben jetzt den Werteschlüssel und einen aktiven Schlüssel. Das ist gut. So, dann holen wir uns noch ein paar blaue Punkte. Kern kann zu Flüssigkeit zerfallen. Das gibt noch mal ordentlich Punkte. Ah, okay. Hat auch ordentlich Glauben gekostet. Dieses Gitter ist verschlossen. Ich glaube, ich brauche einen Schlüssel, um es zu öffnen. Ja, den aktiven Schlüssel müssten wir ja der Schlange geben. Und dann sollten wir eigentlich ja schon die Zombie-Technologien erlernen können. Eigentlich. Mal schauen, wahrscheinlich verwechsel ich dann wieder irgendwas von den Quests. Bruch, nicht lernen. Glasbläserei. Fortgeschrittene Schmelzen. Entspannt sich jetzt. Irgendwie Zeit, um Nägel zu machen. Den Schmiedeperk verstehe ich noch nicht ganz. Holzfäller-Perk.
Bringst die Axt wie kein zweiter. Einen kleinen Baum zu fällen bringt dir mehr Holzschalte. Außerdem kannst du mehr Brennholz und Keile aus Holzklötzen herausschneiden. Erstellen, so. Okay. Die kann ich sowieso noch nicht erlernen, bevor ich nicht die Steinhauerei erlernt habe. Es ist schwierig, vor allem wenn wir hier dann noch eine Technologie lernen können. Möchte ich eigentlich vorerst mal alles so lassen, wie es ist. Und dann gingen wir doch mal zu Digo. Denn der wollte ja, dass wir ihn viermal Honig vorbeibringen. Und das können wir jetzt mal machen. So. Digo, unser verrückter Freund. Der ist ja da hinten irgendwo. So. Hier hinten reden. Okay, fünfmal Honig sogar. Moment. Okay, er verkauft allerdings keinen Honig. Ist das blöd? Ich habe nicht auch noch keinen anderen Bienenbaum gesehen. Aber besser gesagt, einen Baum, an den Bienenstock dran wäre. Habe ich nur den bei die zwei bei uns zu Hause gesehen. Ist hier oben vielleicht noch irgendwo ein Bienenstock an dem Baum? Hier beim Strand vielleicht? Hier haben wir ja eigentlich noch überall die Sände. Sände, sag ich schon. Überall Sand liegen. Den wir allerdings noch nicht abbauen können. Da ist ja Kriegsgebiet. Den kann ich auch nicht vorbei in dem Kriegsgebiet. Hier sind noch die Wälder von dem Holzfäller. Hat auch überall seine Schilder hingestellt. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und da wären wir auch beim Steinhauer. Oder Steinmetz. Der allerdings auch nichts für uns hat. Wir bekommen Milchprodukte. Den Typen hier oben haben wir auch noch nicht angeredet. Viel Spaß, Kumpel. Okay, Schafhirte. Der uns. Okay, das brauchen wir wirklich nicht. Ich meine, schön, wenn er uns Torf und die Ernteabfälle abkaufen könnte. Er hat ja auch keinen Honig. Da oben ist ja auch noch ein Haus, fällt mir gerade so auf. Ah, da waren wir auch noch nicht oben.
Die macht scheinbar, oder der macht scheinbar Töpfereihandwerk. Keramikschüsseln. Und normale Krüge. Eine Keramik haben wir ja auch noch nicht hergestellt. Aber scheinbar erhält man Ton aus diesen Löchern. Oder Lehm oder was der dafür verwendet. Und für das brauchen wir ja scheinbar auch wieder eine neue Technologie. Oder? Habe ich irgendwo übersehen. Nein, ich müssten wir Keramik. Krüge könnten wir schon herstellen. Naja, gehen wir mal zurück. So, schön durch den Tunnel. Da ist ja der kürzeste Weg. So, dann ist ein neuer Tag angebrochen. Und wie man sieht, ist Schlange leider nicht mehr hier. Beziehungsweise kommt halt nur mehr am Tag des Neides. So, was könnten wir jetzt noch machen? Haben wir ein paar Karotten? Ne, wir haben keine Karotten mit. Auch egal. Leider die Feuerstellen muss man jedes Mal wieder neu bauen. Und hierfür brauchen wir noch eine bessere Technologie. Die Gräber. Hier bräuchten wir eine neue Leiche. Das Grab ist auch schon wieder ziemlich abgenutzt. Obwohl 60%, das geht sogar noch. Noch sind wir ja im Plus. Hier sind wir auch nur gerade so im Plus. Der gehört eigentlich auch ausgegraben. Wie viel Geld haben wir? 5 Silber. Schwierig. Ich würde es mir schon holen. Nur wenn ich bedenke, wie viel das alles hier noch kostet, dann wird es schon ziemlich schwierig. Für die Bauerlaubnis hier auf der linken Seite brauchen wir 20 Silber. Damit wir endlich mal Fleisch verkaufen können, brauchen wir noch 50 Silber. Ich will gar nicht wissen, wie viel die Aristokratenrechte kosten. Das ist auch alles ziemlich teuer wahrscheinlich. Obwohl, wir haben gerade genügend Geld. Machen wir mal. Ah, okay, man erhält die Sachen sogar. Moment. Passierschein und Bürgerzertifikat. Der eine von den Wachen wollte doch unseren Passierschein sehen. Okay, das ist recht interessant. Aber hier brauchen wir 12 Gold. Oh mein Gott. Das wird teuer. Und die Händlerlizenz kostet natürlich auch nochmal 50 Silber. Es ist halt wirklich ziemlich teuer. So, holen wir noch schnell eine Exhumierung und dann sehen wir uns doch mal die Gräber hier an. 6 Totenschädel. 6 Totenschädel. Die wären sogar auf einer recht guten Skala. So, den hier brauche ich nicht nochmal. Eigentlich müsste ich das hier unten entfernen. Das zahlt sich gar nicht aus.
Oder ich mache es ganz anders. Ah, es braucht zwar ein bisschen viel Energie. Ah, ich glaube, ich werde den hier ausgraben. Den grabe ich aus. Hier mache ich dann... Nein, falsch. Ah, dass man das dann nicht mehr umwählen kann. So. Ah, jetzt habe ich ein bisschen viel verbraucht. Die Leiche ist ja bei 100%. Da entnehmen wir jetzt Blut und Fett. So, hoffentlich reicht das aus. So, nehmen wir die Leiche und vergraben die wieder. Na, ich werde früher oder später sowieso meinen Friedhof noch umstrukturieren müssen. Sollte sich das eigentlich auch auszahlen. So, na, haben wir gleich mal ein bisschen mehr Plus gemacht. So. Dann nehmen wir die Abkürzung durch die Kirche. Gehen schlafen. Glauben haben wir ja alles ausgegeben. So, gehen schlafen. Verkaufen am besten die Bestattungsurkunden. Oder machen wir das erst im nächsten? Ich glaube, das machen wir erst im nächsten Part. Die Bestattungsurkunden zu verkaufen. Dann werde ich auf jeden Fall den Part an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nicht zu was wollt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Graveyard Keeper wieder. Ciao!